Und ja, hier sollten wir auch schon unter unserem tollen Kunstwerk sein, was wir da mal gemacht hatten. Ah, das klappt sogar. Und ah, das reicht, wenn es einer auffüllt. So, dann machen wir das mal so. Sind wieder 167 Steine, die sie füllen müssen. Klappt alles ganz gut eigentlich. Hier wird wieder so lückenhaft gefüllt. Hey.
Müssen wir halt hier gucken, dass wir Linie, Reihe für Reihe halt auffüllen, wenn es nicht anders geht. Mit einem, während die anderen sechs eben hier füllen. Und ja, auf der einen Seite gut, dass die Treppe hier jetzt eingerissen ist. Dann müssen wir uns mit der nicht mehr so lange beschäftigen. Auf der anderen Seite auch wieder doof. Weil dann müssen sie wahrscheinlich nachher alle hier herumlaufen. Oder sie springen halt immer hier runter. Werden wir dann ja sehen. Naja, dass hier unten schon wieder Löcher entstehen, finde ich wieder so richtig schön verwirrend. Und ja, die Sonne ist aufgegangen. Habe ich von lauter hin und her gar nicht gemerkt. Ja, jetzt schwenke ich die Kamera im Takt zur Musik. Das ist schon wirklich ein großes Vorhaben, was wir hier haben. Die Insel einmal komplett flach zu machen. Aber was heißt komplett wenigstens? Den größten Teil der Insel. Wir dann da unsere Burg draufsetzen können, die ich eigentlich geplant habe, für die wir viel Platz brauchen. Und ja, da fallen wieder Steine ins Nirvana. Beziehungsweise liegen einfach hier so rum.
Dann machen wir uns mal die Mühe und sammeln die ein. Jetzt darfst du in Ruhe weiterarbeiten. Ja. Oh, das ist praktisch, dass es so füllt. Dann kann ich nämlich gerade so weitermachen. Und ja, dadurch, dass wir hier aufgeführt haben, scheint es auch zu gehen. Wetten wir am letzten hakt's dann hier. Er muss ja genau das auffüllen. Er kann nicht die Ecke erst auffüllen. Hm? Auch gut. Die Hälfte der grünen Flecken hier sind cool. Oder das Gras, was hier direkt zwischen den Bäumen gewachsen ist. Ich frage mich gerade wirklich, ob sich das Gras auch mit der Zeit hier ausbreitet und mehr wird. Je länger wir es in Ruhe lassen. Hier zum Beispiel scheint es ja die ganze Straße hier zuzuwuchern, wenn man das Straße nennen kann. Ich habe da echt nie drauf geachtet, muss ich zugeben. Ja, klar, dass er jetzt so füllt. Nächstes sind wir bei dem Steinbruch auf 2 mittlerweile runter. Das heißt, das Stück geht wieder relativ schnell. Das hier sollte eigentlich auch noch relativ schnell gehen. Und das da sowieso, weil das sozusagen am kleinsten ist. Good.
Du mach mal. Oh, du bist schon voll okay. Da. So, das sollte jetzt einfacher gehen. Die Löcher hier werden mal wieder sehr komisch gefüllt. Hier haben sie auch noch fast 60 Felder zum Füllen. Na komm, Hydra, mach mal die Treppe etwas kleiner, weil so groß brauchen wir sie nicht. So. Ja, jetzt hat er wieder drei Felder. Mal sehen, wie er füllt. Wo ist er denn gerade? Ach, auf dem Rückweg. Ja, das Stück vom Berg lebt auch nicht mehr lange. Die vorletzte Schicht ist nämlich auch schon zur Hälfte wieder weg. So, bin ich mal gespannt, wie er füllt, ob er vielleicht die Ecke erst füllt, wieder mal. Nein, natürlich nicht. Naja gut, dann würde ich sagen, speichern wir mal wieder. So, ist gespeichert und dann gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.